Klingelingeling, Klingelingeling, bitte steht alle auf. Guten Morgen, guten Morgen. Habt ihr alle gut geschlafen? Herzlich willkommen zurück zu Spiritfarer Folge Nummer 5. Sie möchte was sagen. Bevor sie irgendwas sagen darf, alle wollen irgendwas sagen. Ich will auch was sagen vielleicht, weil erstmal ein Bart. Pupsch! Jenny, mir ist aufgefallen, tatsächlich heute. Da haben noch tatsächlich zwei Leute die erste Folge unseres wunderbaren Let's Plays disliked. Ja, habe ich auch gesehen. Das ist frech, oder? Mhm. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Liegt das am Spiel? Oder liegt das an uns? Und was fände ich schlimmer? Wenn die Leute Spiritfarer nicht mögen würden? Oder die Art und Weise, wie wir Spiritfarer spielen? Na, ja, oder vielleicht mögen sie uns auch vorlesen nicht. Ja, und die sagen sich immer, was für Nasen, ey. So, ich muss dir was sagen. Ja, ich muss dir was sagen. Stella, ich wollte dich nicht damit belästigen, aber in den letzten Wochen hatte ich seltsame Träume. Mit einer riesigen Schlange, bedrohlichen Riffen und verfaultem Obst. Und seitdem ich zu dir an Bord gekommen bin, nun wurden die Träume viel klarer. Ich denke, es ist die Meeresluft oder vielleicht die mystische Kraft des Meeres. Was hat denn der Frosch da gerade gemacht? Weiß ich nicht. Weil ich hatte ihn voll vergessen. Plötzlich kommt da dieser Megafrosch. Okay, schön. Wie dem auch sei, inzwischen bin ich davon überzeugt, dass meine Träume Visionen waren. Und außerdem glaube ich, dass sie von unserer gemeinsamen Bekanntschaft kommen könnten. Hast du auf die Uhr geguckt? Ich habe mir die Karte in deiner Kajüte angesehen. Mit mein Blick wurde immer wieder zu einem bestimmten Stelle gezogen, die ich markiert habe. Ich denke, wir sollten die Stelle aufsuchen. Es gibt keinen Sinn, länger zu warten. Ist klar. Ich habe gerade gegrilltes Gemüse gelernt. Nebenher. Ich glaube, die da oben wollten auch noch was gucken. Oh, alle wollen mit uns quatschen, ey. Ganz im Ernst. Ja, mach mal, ich koche so lange hier so ein bisschen. Okay, dann rede ich mal mit ihmchen hier. Weil ich bin ja er. Ich sehe mehr neue Gesichter an Bord. Das gefällt mir. Versteh mich nicht falsch. Aber ich möchte nicht, dass du deinen alten Onkel Atul vergisst. Du weißt ja, ich bin hergesellig schlechthin. Ich komme mit allem gut aus, egal wo, egal wann. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich in meinem Alter noch neue Freundschaften schließen würde. Du musst dir keine Sorgen machen. Mir geht es gut. Tut mir leid, dass ich es überhaupt angesprochen habe. Stell mich einfach an die Reling und genieße die ganze Pracht um mich herum. Weißt du? Hoffentlich fliegen mir keine Mücken in den Mund. Das ist nicht so toll. Stella! Das ist so interessant, er wollte uns eigentlich sagen, die Leute gehen mir auf den Geist. Mhm. Aber dann hat er sich nicht getraut. Du hast dich gut geschlagen. Jetzt haben wir ein richtiges Passagierschiff. Ich wollte sagen, da kann man auch mal jedes Wort komplett anders lesen, als das, was da steht. Ich habe mir irgendwas eingebildet, was nicht da ist. Und du musst dich um diese neuen Gäste kümmern. Sobald deine Geduld auf die Probe sie werden deine Geduld auf die Probe stellen. Nicht. Ich bin fertig, aber heute waren 36 Grad, ich bin sehr müde. Und es aber zuallererst muss ich dich um etwas bitten. Im Gästehaus zu schlafen ist für keinen von uns die Ideallösung. Das hast du sicher schon bemerkt, oder? Vor allem, weil es dort ziemlich eng wird. Ja, vor allem mit der dicken Kröte. Du weißt ja, ich möchte mich nicht beschweren. Aber ich möchte mich trotzdem beschweren. Du warst bisher so fantastisch und es wäre sehr unhöflich von mir, dir Schuld zuzuweisen. Aber ich denke, ich bin bereit für meinen eigenen Rückzugsort. Was bist du denn? Ich bin bereit dafür, dass du mir ein Haus baust. Ja, ein schönes kleines Haus. Wirklich ein Haus! Bescheiden, aber elegant, mit einem gemütlichen Flair. Ein Ort, an dem ich lesen und mich entspannen kann, fernab von Tumult an Deck. Ach, guck mal, wie wir mitschreiben. Ja, das ist super. Seltsamerweise schwebt mir etwas im alten Stil vor. Siehst du, sogar ich kann mich immer vor der Nostalgie verschließen. Ich möchte dich wirklich nicht unter Druck setzen, aber ich würde mich schon unheimlich darüber freuen. Mhm, alles klar. So ein Bescheid. Wir gucken gleich mal in die Pläne. Gucken wir mal hier aufs Reißbrett und dann haben wir ja quasi Events Chalet. Chalet. Hey, ich gieße hier gerade und du hast mich eingesperrt. Oh, sorry.
Ich guck nochmal, ob hier irgendwas Neues ist. Fand ich interessant, ne? Das wird echt viel noch. Da ist es. Schon interessant. Also, das neue Haus. Gwens Chalet bietet sämtlichen Luxus, den Gwen zum Überleben auf hoher See benötigt. Ja, Holz und Kalkstein. Cool. Bauen wir die Geschichte doch direkt mal. Das Chalet baut aber ganz schön viel Platz. Ach, aha. Alter. Mhm. Wir haben gar keine andere Wahl, aber dann würde ich so machen, dass uns hier so eine komische Lücke ist, oder? So? Ja. Oder? Ah, das Käse darf man nicht oben rausgucken, ist klar. So ist das schön. Charlie. Ich liebe es! Ja, hoffe ich. Ja, gleich, wir quatschen nicht gleich an. Erstmal wird hier noch kurz Ende gegossen. Noch nicht anquatschen, bitte. Ich will noch. Ja. Achso, nee, Kurs kann ich auch nicht setzen, wenn du noch. Okay, dann ernte ich doch hier auch da immer noch ein bisschen was. Und dann sehen wir was Neues. Ja, das ist ganz schön voll geworden hier. Ja. Zap! So. Ich habe das Gefühl, dass wir so viel gar nicht bisher. Nö, aber es macht Spaß. Es macht Spaß, aber ich finde, sonst sieht es doof aus. Nee, klar. Was ich mal rausfinden will, ob eigentlich die Sachen auch verdochen, wenn man sie nicht rechtzeitig erntet. Na, guck mal, die Schlange. Ja, die macht die ganze Zeit so. Die ist neugierig, was hier Neues gebaut worden ist. Guck mal, ob die eigentlich irgendwas brauchen. Hat Hunger, oh ja. Du hast doch gerade was gekocht. Letztes Mal haben wir ihm das gegeben. Das fand dann nicht. Ne, letztes Mal hast du ihm diesen Mega-Teller gegeben. Genau. Der irgendwie 100 Mal so viel gekostet hat wie gegrilltes die anderen Sachen. Gemüse? Ja, Onkel Arthur braucht mal ein bisschen was. Nee, Onkel Arthur. Den dürfen wir nicht so mästen. Ja. Oh, Junge. Ich liebe Essen einfach immer her damit. Hopp. Okay. Und Happy? Ja, oder war das jetzt ein Doppel-Happy oder ein einfach? Okay, ich setze schon mal kurz, dann können wir weiterreden. Wir haben doch hier. Achtung. Wie heißt die Schlange? Den Namen vergessen. Quarzdrache? Da ist neu. Ist das das, was sie markierte? Nee, wir sind. Ach, hier sollen wir hin. Da wo neu draufsteht. Da hab ich gerade gesagt. Wo sind wir denn? Im Ernst, wo sind wir? Hä? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ach, hier sind wir, ne? Ja. Na, dann könnten wir doch hier zum Beispiel. Da. Komm, wir fahren mal über diese. Genau, und da können wir noch diese. Ja, dann fahren wir auf dem Rückweg. Ja, los. Dass wir hier mal unterwegs sind. Ach, stimmt, wir waren gerade Zeit in Hummingbird. So, jetzt gucken wir, was die alle wollen. Mag nicht. Oh, hat Hunger. Okay, ja. Ich kümmere mich schon um alle. Ich gebe der mal. Warum komme ich jetzt nicht? Achso, weil du nehmen. Schlangen. Ach komm. Ach, guck mal, er arbeitet. Ja. Oh, ich komm, nein. Ich. Nein, nein, nein. Stella, erinnerst du dich denn nicht? Ich esse keine tierischen Produkte. Hä, ich habe eher extra gegrillten Spieß gegeben, dachte ich. Keine Milch, keine Eier. Gegrillten Spieß, was hast du da gegrillt? Gemüse stand da, gegrilltes so. Gemüse. Hm. Überzeugt. Okay, und das Fleisch, nein, nein, dann habe ich mich verklickt. Ah, okay. Ich dränge meine Entscheidung niemandem auf, okay? Dann lecker hin. Ja, gegrilltes Gemüse, das habe ich jedoch gerade gegeben, dachte ich. Oh, das sieht eigentlich vegan aus. Oh, danke. Ah, hast dich dann habe ich mich verklickt. Habt ihr eine Gabel? Geil. Sie hat eine Gabel. Weil ich es eigentlich noch geiler finden würde, wenn die sich das so reinschiebt. Den nächsten kannst du übrigens umarmen. Ja, ich komme hier auch gar nicht mehr, ich komme nicht mehr ins Große. Kannst du mal aus dem Menü gehen? Hä, kannst du nicht ins Nächste? Mit dem ich komme nicht mehr rausgezoomt. Geh mal raus, bitte, aus dem, was du machst. Achso, ich wollte aber noch umarmen. Ah, so, ja, jetzt geht's nämlich wieder. Okay. Rückst dich hin. Ah, Möwe. So, hier, sie möchte dir was sagen. Ich liebe es. Dieses Chalet ist fantastisch. Eine Unterkunft nur für mich zu haben, wach, wirkt wirklich ein Wunder. Erinnerst du dich noch an meinen alten Eigentumswohnung in der Waverly-Straße? Mann, es war ein langer Arbeitstag. Ich bin sehr, sehr müde und es ist jetzt schon sehr, sehr spät. Ja. Ich glaube, nur dort konnte ich jemals Ruhe und Frieden finden. Danke, meine teure Freundin. Müll! Müll auf See! Schnell spring ins Wasser, da treiben Wrackteile. Die sollten hilfreiche Materialien enthalten. Das machen wir gleich. Wissen wir doch schon. Was hat sie? Oh, ist am Verhungern. Schau, du kümmerst dich auch nicht um deine Pizza. Ich dachte, du bist hier so eine Kochkatze. Hm. Nein, tut mir leid. Kein Obst. Ach ja, stimmt, sie wollte nie Obst. Danke, ich liebe es. Dann wie geht das nochmal? Das kann ich denen erst sagen, wenn ich es selber ausprobiere. Das war X.
Das ist ja nicht jedes Dock. Ohne leere Flasche. Ich will mal eine Sammel Flasche. Hier alles ein, was du nicht eingesammelt hast. Aber das hier kriege ich nicht. Du musst doch. Ja, du musst das schon. So. Ja, wie geht es? Achso, untertauchen war es euch. Also, ja. Wie war untertauchen? Wie machst du das? A. A? Runterdrücken und auf A. Du machst das schon. Wir sind ja ein Team. So, wer ist jetzt hier noch unterversorgt? Du hast alle versorgt? Alle gut, ja. Alles klar. Hey, hier ist noch überall Zeug. Weg. Ja, du machst das schon. Spitzenmäßig hat Jenny hier die Leute versorgt. Stark. Wurde von Katze umarmt. Schon ein Wunder, dass es so spezifisch ist. Nee, die sagen auch immer Danke, Stella, obwohl ich sie umarme. Das ist alles mir gut geschrieben. Ich bin aber nicht Stella. Nein. Kleiner Daffodil. Kleine Daffodil. So, dann wollen wir jetzt aber mal Richtung Neu. Was gibt es da Geheimnisvolles? Was ist denn das Große dahinter eigentlich auf der Map? Dieses Ding hier. Unter neu. Das ist auch neu. Ein Quarzdrache. Cool. Ja, da fahren wir dann danach. Hier will schon wieder jemand was von dir. Oh Leute, jetzt ist kein Lügen. Okay. Komm mal. Ich habe dir mein Reisbrett mal genauer. Ich habe mir dein Reisbrett mal genauer angesehen. Es ist nicht übel. Aber weißt du, womit du es noch besser machen könntest? Mit mehr Plänen, besseren Gebäuden, besseren Stiften. Ich meine ja nur, Albert in Alberts Werft könnte dir sicher dabei helfen. Ja, wir haben auch, können wir mal gucken, wir haben 499 Tacken. Was ich ja nach wie vor nicht verstehe. Ja. Ne, wo war das Inventar? Ich vergesse mal, wo das Inventar ist. War auf Y. Y, wie Inventar. Wo wir die Geschichten hier verkauft kriegen. Ja, naja, in eine Stadt, die wir später noch finden werden. Aber guck mal, allein der alte Teppich, wo wir 499... Ja, aber wir haben doch kaum Städte bisher entdeckt. Aber der alte Teppich alleine ist schon 1000 wert. Also ja. Unser ganzer Tant hier ist viel, viel mehr wert als... Das heißt, wir müssten das eigentlich erst loswerden, das ganze... Ui, hier ist aber etwas schön. Ich koche hier schon mal vor, weil uns geht das Essen aus. Ich koche nicht mehr. Wieso muss ich mich hier? Also ich bin voll die Haushaltskatze. Du hast mich echt als Sklavin. So wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber im Grunde ja. Übrigens, was ich sehr cool finde, man sieht ja, dass durchaus auch ein paar neue Leute auf diesen Kanal gestoßen sind durch dieses Let's Play. Ja. An der Stelle mal ein herzliches Hip-Hip. Hallo. Hip-Hip. Hallo. Gern mal aufzeigen, wer neu dabei ist. Du könntest mal angeln. Das stimmt. Ich laufe hier gerade eigentlich nur geschäftig rum und weiß eigentlich gar nicht, was ich treiben würde. Aber es regnet ein bisschen, man sieht gar nichts. Ach was. Fischi, 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 Fischi. Machen wir jetzt noch den Fisch fertig und dann haben wir schon mal wieder... Fischi, 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 Fischi. Los, Stella. Ah, okay, Mann. Ich glaube, ein bisschen überlegt, wie tief man in den roten Bereich gehen darf. Wir sind da. Aber erst hole ich mir noch was. Ja, ja, ich habe auch noch die halbe Uhr. Wir wollen ja nicht das Schiff abfackeln. Die Katze ist auch so süß bei dir. Okay, gucken gleich mal, wo wir sind. Wir sind eigentlich auf offener See, ne? Ah ne, da hinten sehe ich Land. Ja. Oh, gleich klingelt's. Yes! Makrele! Wollte ich auch gerade machen, den Witz. So, was haben wir jetzt hier? Wie die ganze Zeit... Greenhalton-Bucht entdeckt. Ja. Ich würde sagen, wie die ganze Zeit raucht, ist auch nicht gesund, ey. Ja, und dann bist du kein Obst, oder? Mit? Nee. Doch, sie will kein Obst. Ja, ne? Das ist frech. So, gut, ab ins Boot. Auf. Ja. Bevor es Nacht wird. Stimmt. Lalala. Kann sich nämlich keiner beschweren. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit vorangeht, wenn wir auf so einer Insel sind. Ganz kurz, was machen wir hier? Hey! Also erstmal, wir haben zwei aktuelle Reisbrett aufbessern und reisen zu dem Ort, den Summer, so heißt sie, auf der Karte markiert hat. Was gibt es bei Verbesserungen? Denn sie hatte eine große Vision von einer großen Schlange. Briefkasten? Ah, aber das ist dann vielleicht der Drache, anstatt dieser Ort. Nee, das sind ja zwei neue Sachen gewesen. Ach, wir klappern einfach alles ab. Okay. Sammle Ressourcenkehre dann zu Alberts Werft zurück. Fehlen uns aber ein paar Sachen noch. Bretter. Ich glaube, die muss... Guck mal, Leinenfaden und Ahornbretter müssen wir, glaube ich, herstellen. Da fehlen uns, glaube ich, noch die Sachen für.
Furchtloser Otter. Okay, da brauchen wir mehr Glimps. Dann können wir ein größeres Schiff bekommen. Und das hätten wir schon. Das hätten wir schon. Ah, das Freisport zu verbessern. Ja, geil, okay, das machen wir. So, jetzt erstmal hier abbauen. Wo die kleine Katze zu schwach ist. Ey, ich wollte, aber du hast das Menü einfach aufgemacht und dann ging es nicht. Konntest du das denn letztes Mal? Kupfer! Oh, hier ist ein Stinky. Hey! Ich wollte diese Bäume fällen, aber ich habe meine Axt vergessen. Ich werde nicht die Axt von jemand anderem benutzen. Das wäre seltsam. Mir gefällt, wie sich meine Axt anfühlt. Sie ist so handfest und beruhigt mich. Oh, ich vermisse diese Axt. Ich vertreibe mir die Zeit, indem ich Briefe schreibe und einige davon ins Wasser werfe. Was? Ich habe die Gedichte geschrieben. Keine besonders guten. Aber ich werde besser. Hoffentlich findet niemand meine grauenhaften Gedichte. Oh ja, das ein kritischer Künstler. So, komm. Und zu mir. Warum müssen wir überhaupt hier anfangen? Ja, weil ich kleiner bin und du schiebst als erstes. Du machst gar nichts. Ich schiebe dich und die Säge. Das stimmt überhaupt nicht. Wie die Katze da dran hängt, sieht das aber ganz anders aus. Rede mit ihm. Oh, ich werde etwas Holz sammeln. Hoffentlich kann ich später etwas daraus herstellen. Ah, weil er glücklich ist. Sehr gut. Sammelt er mit. Stimmt. Sägbretter, beschafft Holz. Das ist gut. Ganz cool. Baum. Baum. Ehre. Ich bin nämlich schon in der Animation gefangen. Ah, that's a trap. Säge, Säge. Noch ein Sägelied. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Ich weiß nicht, wie das geht. Das muss bald fertig sein. Hä? Einfach runter hier und dann drücken. Ja, ja. Okay, hier wollten wir wirklich nicht hin. Oh. Das ist mir ein voller Ring. Ich sag ja, wir wollten zur Schlange. Und die Schlange ist der große Drachen. Ja, ach, ist ein großer Drachen nicht eine Riesenschlange? Sagt man doch so. Schnell weg. Weg. Jenny könnte recht. Oh, guck mal, der Doppelsprung, wie der bei mir aussieht. Wie sieht der bei dir aus? Anders. Zu dunkel. Zu dunkel. Ich hätte fast geläutet. Schlafenszeit. Ja, warte, hier kann man noch was abbauen. Glaube ich. Nein, kann man nicht. Es sieht schon so fertig aus. Das ist Flachs, glaube ich, ne? Der wächst. Ja, na dann, geh ins Bett. Und nimm mich mit. Na klar. Du kannst ja jederzeit einfach. Ohne dich. Aber du konntest es auch. Ja, ich weiß. Konntest mich auch immer dahin teleportieren. Wenn ich mir auch keine Lust dazu warten. Ja. Okay, dann gucken wir gleich nochmal auf die Karte. Die eine. Wo wir jetzt hin wollen. Entschuldige mich jetzt schon mal für meine Verlies. Ja, heute ist wirklich ein harter. Weil es ist also echt, genau. Und dann, wenn ich müde bin, dann... Ich bild mir dann irgendwie sinngemäß was ein und dann wird es einfach gelesen, obwohl es da nicht ersatzweise steht. Wir nehmen uns einfach heute mal einen Moment mehr. Okay? Ja. Weil heute war echt 36 Grad aus der Hölle. Und das ist auch schon echt spät. Ah, okay, wenn man sowas, dadurch erschließt sich dann quasi auch weiteres, cool, glaube ich. Warte, ich guck nochmal. Ja, wir wollten natürlich auch unbedingt weiterspielen. Was guckst du denn jetzt? Reise zu dem Ort, den Summer auf der Karte markiert hat. Ja, aber es waren halt zwei neue Sachen, ist ja auch okay. Ja, aber neu ist. Was haben wir? Das ist doch. Nein, das ist die Werft. Was ist denn das für ein Symbol? Hä, das ist der Hai. Achso, oh, jetzt okay, ist das. Lustig, kennst du das, wenn du dir Karten anguckst, zum Beispiel von Europa oder so? Ja. Und dann hat das Wasser eine Farbe und die Landmasse hat eine Farbe. Also jetzt keine politische Karte, ja, okay, oder so. Ja, ne? Ja. Und ich hatte das ganz oft, dass ich einfach solche Bilder nicht checke. Oder auch von anderen Regionen, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag irgendwie vor Augen hat. So Südostasien oder so. Und dann starre ich immer auf die Wassermasse und denke, das ist die Landmasse. Und ich check nicht. Oh Gott. Und ich check immer nicht, wo bin ich auf der Welt. Das habe ich so oft. Witzig. Echtes Problem immer. Sollte, du sollst den Drachen anfahren. Ja, ich ein bisschen gucken. Nein. Das so gar nicht. Ist ja auch nicht so weit. Haben wir die Leute schon geweckt? Nein, das machen wir jetzt. Wir gehen den Leuten noch so richtig auf den Sack, ey. Ja, guck mal, also hier haben wir doch gar nicht reingeguckt, ne? Bei ihr? Ja, ich schon. Oh, ich hab's mir noch nicht angeschaut. Ich guck's mal. Guten Morgen. Hat Hunger, du hast ständig Hunger, ey. Was gebe ich ihm jetzt? Mal sehen, ob er Popcorn mag. Mag Arthurs Hämmern nicht, das ist auch interessant. Schwarzer Kaffee, das können wir ihr gleich geben. Ah, lustig, ey, die Leute. Aber also, die mögen einander jetzt auch nicht alle unbedingt.
Meinst du, wir müssen auch darauf achten, wo man die Leute hinpackt? Dass man jetzt zum Beispiel sein vielleicht Refugium später nicht neben Irs baut? Oh, irgendwas. Oh Gott. Was so rumpelt. Oh. Oh. Ich komme sofort. Ich bin goldig. Hier ist ganz schön viel Schlange. Okay, warte, wir gucken erstmal. Wo fängt denn das an? Ist das hier hinten? Naja. Oh. Komm, schnell, schnell. Okay, Katze ist wieder aufgeregt. Ja? Ja. Ich dachte, das wäre mein Ende. Der Drache. Er war wohl unvermeidlich, dass er hier ist. Shit, er ist hier. Aber auf ihm leuchtet was, was wir vielleicht abbauen können. Mhm. Er folgt mir auf Schritt und Tritt, sogar in dieser Welt. Unsere Schicksale sind nun mal miteinander verworben, nicht wahr? Aber gut, er hat mir zwar sehr geschadet, aber er sieht aus, als hätte er starke Schmerzen. Oder nicht? Aus dem Felsen auf seinem Rücken scheint das pure Verderben zu quellen. Vielleicht würde es helfen, sie zu entfernen? Ja. Nur zu Stella. Jedes Wesen verdient Liebe und Fürsorge. Tu, was du am besten kannst. Dinge kaputt hauen? Also wir ganz normal abbauen. Meinst du, es ist kurz ein Bosskampf? Ah, ich bin wieder entdeckt. Ich will, ich habe Angst in diesem Wasser. Hier gibt's was. Ach, geil. Ah, du kannst es ja auch. Ah, ja, stimmt. Ja, mach nochmal. Das du konntest es nicht. Hä? Muss man loslassen oder ja, wie macht man im das? Richtigen Moment loslassen einfach. Und wann ist der richtige Moment? Oh. Ich hab das ja noch nicht gemacht. Du hast es mir letztes Mal gesagt. Naja, bevor es quasi explodiert. Ja. Jetzt. Okay. Du hättest auch schon das nächste Mal. Ja. Nein! Wir schaffen das. Guck mal denn hier hoch. Schön. Hä? Huh? Nee. Guck doch. Los. Oh. Da. Ah, es wird alles besser jetzt. Am Anfang tut's weh, aber danach wird's besser. Links. Ja, ich komme. Die Musik ist auch so lieb, oder? Dazu ist total faszinierend. Bei uns in den Kommentaren sammeln sich die Leute, die enttäuschten, die es auch unbedingt spielen wollen. Ja. Aber eine halt, PlayStation. Aber halt auf der Konsole. Du darfst immer den Kopf machen. Und, da ist seit nach wie vor nicht die deutsche Lokalisierung. Oder stand jetzt, wo wir das hier aufnehmen, zumindest. Ja, oh, es tut mir leid. Unglaublich. Er wirkt erleichtert, nicht wahr? Ich frage mich, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn wir diesem Drachen jemals wieder begegnen, sollten wir ihm wohl helfen. Ganz egal, was ich davon halte. Aber jetzt muss ich erst einmal meine Gedanken ordnen. Danke für alles, Stella. Hey, Draggy. Oh, was ist mit ihr? Sie ist traurig. Ah! Was hat sie? Ich wollte Drogo hinterher. Hat ihn doch noch aus der Vergangenheit gesehen. Oh, so eine Umarmung. Mag nicht veganes Essen. Mag nicht vegan, das ist... Also dann gehen wir dir doch Himbeeren. Ja, klar, Himbeeren. Oh, sie, ich will nicht. Umarmung hatte sie, glaube ich, aber auch. Nee, sie ist gerade nicht im Gleichgewicht. Ja, aber dann du für das... Warte, den Frosch habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ach, beides. Das hat ein Gericht gegessen. Ja, ich glaube, wenn die Sachen schon da stehen, ne, ja, dann kann man es quasi nicht. Hat er nur Chat bei eingekauft. Wobei, sie könnte wahrscheinlich. Ja, was sie zu könnte, essen könnte man nicht. Ich mache ihr Kaffee. Warte. Ich glaube, jetzt habe ich ihr Kaffee gekocht. Ja. Jetzt müssen wir auch zur Werft. Weißt du, das ist, entschuldige bitte, ein verdammt hervorragender Kaffee. Das hatten wir schon mal. Ja. Soll ich alles vorlesen? Und dann sagen wir mal vielen Dank, Stella. Oh, guck mal, jetzt müssten wir ganz oben sein. Ja! Oh, was macht sie denn? Kauft? Fast. Wo kauft man denn Fäden? Wo würde sie denn... Na, in der Stadt, wo man sie kann. In, Wo du vor kurzem Markt... Hummingbird? Art Tools Hammer nicht. Ja, das, was ich vorhin meinte, dass sie vielleicht...
dass man vielleicht aufpassen muss, wie man die Häuser setzt. So, dann auf zur Werft, würde ich sagen. Ja. Ah, ich kann Gemüse... Na, denkst du? Ich kann Gemüse ernten, du Frechdachs. Ja. Oh, wie, was? Du sammelst nicht das Gold dazu schneiden? Okay. Ich kann ja das Gold nochmal anpassen. Weil du den Panda genau durch... Ja, aber... Kram. Schätze. Vielleicht kann man bei ihm aber das Zeug verkaufen, ey. Ich will richtig investieren jetzt hier. Ja. Entschuldigung. Und wir müssen neue Samen kaufen. Ja. Okay. Das fast alle. Dass wir nicht einfach aus den Pflanzen, die wir die ganze Zeit da pflanzen, auch mal irgendwie was beiseite packen. Ne? Was macht denn der Frosch da, ey? Ja, ich glaube, der will auch sein eigenes Zuhause. So ein bisschen ungerecht, finde ich, dass sie jetzt hier ihr eigenes Heim hat. Ja, aber sie ist schon länger da als Jan. Ja. Sind wir schon... Ach ne, wir haben schon wieder das ausgeblendet, ne? Da. Weitere Tour hier. Da angel ich doch noch was. Angel. Wupp! Ich will, dass es ein richtig schweres Minispiel wird. Ich glaube, es ist grundsätzlich kein... Ich glaube, es ist kein schweres Spiel, Spiritfarer, ne? Kein Spiel, bei dem man, glaube ich, jetzt viel... Ach, das war so billig. Ja, weil Flaschenpost! Ja, das ist erst... Lass ihn erst richtig einkommen. Ja. Mach ich auch. Ich wollte nur schon mal näher nicht ran. Ja, ich glaube, du kannst dieses Spiel nicht schaffen in dem Sinne wirklich. Nee, genau, das ist ja so ein Story-based Game. Ja, du kannst nicht wirklich scheitern irgendwo. Ja! Auch wenn es zwischendurch diese Hüpfeinlagen gibt, die sind... Ups, ich habe vergessen, dass ich auch mal... Ich will gleich mal nach den Schätzen tauchen. Ich will die Kiste, ich will mit den dicken Sachen. Oh, was? Ich hab's nicht getroffen. Guck mal, das sind neue Samen. Oh, fuck. Ich bin viel zu weit. Ich hatte vorhin doch eine Flaschenpost. Muss ich mir mein Inventar mal angucken. Ist nichts mehr? Nee. Ich habe wieder eine Halskette gefunden. Echt tolle Katze. Wo ist die Flaschenpost? Was kann ich damit tun? Boah, wie viel wir haben, ey. Guck mal, wie viel, ne? Ja, ich weiß. Ich habe schon die ganze Zeit angefangen zu kochen. Boah, wie viel Zeug es aber generell gibt, einfach. Also jetzt kochen wir mal Gemüse. Mhm. Mal sehen, was passiert, wenn wir... Ja, Wurzelgemüse. Das gab es letztens bei mir auf Arbeit. Das war einfach das widerlichste... Cool, sie können was zu essen vertrauen. Was leckeres, veganes Wurzelgemüse. Ja, das kriegt sie auch sofort. Hat zwar noch keinen Hunger, aber... Hat auch nicht mehr den Marker, dass sie gerade gegessen hätte. Fahren wir zur Werft. Ja. Damit dann ordentlich geschockt. Sehr cool. Sehr gut. Und solange, was machst du jetzt? Guck mal, hier, mich hier kommen wir so ein bisschen. Ich fahre mir schon vor auf die Neue. Oh, da sind wir als Bild. Gehen wir da zurück rein. Und guck mal an die Wand. Ah. Dann sind wir nicht cute. Oh Gott, ich will hier unbedingt ein Fanart von malen. Mit Aquarell. Mach das mal. So klare Linien. Mach das mal. Das ist sowieso, du sollst zu jedem Let's Play, das wir machen, immer einen Fanart malen. Ja. Wenn ihr übrigens sehen wollt, was Jenny so malt. Könnt ihr mir auf Instagram folgen? Ja, den Link findet ihr auf der Startseite quasi unten rechts unterm Kanal-Header. Ich will die Mega-Rutsche! Ja, du kannst da schön Karotten. Du kümmerst dich nicht ums Obst. Kümmer dich ums Gemüse. Ums Obst, ja. Du bist ja doof. Du bist doof. So, sie wollte was essen. Und sie kriegt... Wo ist das Wurzelgemüse? Rüben. Gegrilltes Gemüse? Ah, das ist das vielleicht. Gegrilltes Gemüse ist dann gleich Wurzelgemüse? Nee, eigentlich... Nee, ja. Aber sie kriegt es trotzdem. Nee, sie will nicht. Will nicht? Ja. Ein Schachtel. Achso, sie ist wirklich down. Oh. Ich koche auch was. Das haben wir Rezept eigentlich noch nicht gecheckt. Ach doch, hier haben wir Rezept. Ah. Ja, das war alles schon, was wir entdeckt haben. Aber gibt es eigentlich auch Sachen, wo du mehrfach, also mehrere Sachen für brauchst? Kann ich da... Ach, guck mal, ja, guck mal, ich kann hier auch richtig... Ich habe jetzt mal drei Sachen reingemacht. Ich mache jetzt einfach drei, einfach so eine, ich mache mal eine Kanne. Ich habe eine Kanne aufgesetzt. Aber jetzt macht er jetzt einen nach dem kleine anderen. Kleine Mahlzeit, okay. Oder kriege ich jetzt alle gleichzeitig? Ah, kleine Mahlzeit, Häppchen, kleine Mahlzeit. Ah, guck mal, hast du es gesehen? Ich habe gerade drei Tassen Kaffee gleichzeitig gemacht. Cool, hier, kleine. Ui, was ist das denn hier? Hallo, Entschuldigung.
Wer sind Sie? Was wollen Sie? Spring runter! Achso. Und dann da auf mich drauf. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Nein. So. Hier anquatschen. Ja, hier. Ich bin ein bisschen. Mann, ich bin. Ich kann den halt nicht anquatschen. So. Hallo, junge Dame. Du musst die neue Seelenfrau sein. Freut mich, deine Bekanntschaft machen zu dürfen. Ich bin Francis. Man könnte sagen, dass ich eine Art reisender Händler bin. Also, ich liebe Zeugs. Objekte, Kuriositäten, Tant. Ich kaufe einfach alles. Ah, der kauft auch unseren Schmuck. Will heißen, ich nehme dir alles ab, was du nicht mehr möchtest. Ja, nimm meine Tant. Sicherlich bist du schon auf den einen oder anderen wertvollen Schatz gestoßen. Also sag mir, was würdest du gerne loswerden? Alles. Alles. Oder? Weil es ja klar, es, ich glaube nicht, feucht, dass man brauchst du deine alten Schuhe noch, Danny? Oder willst du die noch anziehen? Nein. Alter Teppich? Für 1000 Tacken? Sollte verkauft werden, wenn das da schon so steht. Ja, strahlende Halsketten. Ehrlich gesagt, alles das Zeug, was Jenny gehoben hat. Wir waren einfach mal jetzt 6.999. Hat ihr Lieblingsessen genossen? Mhm. Guck mal, ob wir hier noch was. Ich meine, das ganze Material und so behalten wir, ne? Ja, auf jeden Fall. Was ist mit leeren Muschelschalen? Riecht immer noch ziemlich übel. Ach, wer weiß, ob man da noch was mit anfangen kann. Aber ich verkaufe mal, dass wir so 10 davon müssen reichen. Ich gucke nur mal so mal durch, ob wir irgendwo was haben, was jetzt echt. Und wir wissen ja auch nicht, wie teuer die Sachen so sind. Aha. Aber guck mal, wir haben ordentlich Material schon am Start. Besorgungen? Ich guck einfach mal, was hier passiert. Okay, dann passiert gar nichts, wenn ich A drücke. Was verkauft er denn? Er verkauft auch nur Tant oder was? Überraschungssamen? Oh. Was ist das nur, wenn du die im Garten anpflanzt? Könnte wer weiß, was daraus wachsen? Für 500? Jamie? Ja, komm, das machen wir. Surprise? Meinst du, das ist eine Bohnenranke? Ja, bestimmt. Hab ich auch überlegt. Okay, was hat er noch? Leere Flaschen. Okay, da ist so ein Spezi-Händler. Cool. Ja, dann, Leute, wir sind in der Werft angelangt. Das heißt, in der nächsten Episode werden wir unser Schiff ein bisschen ausbauen. Wir haben ja jetzt neues Zeug. Wir haben jetzt Zeug verkauft und haben jetzt neues Geld. So, ich bin total stolz, dass Joscha mir gesagt hat, dass man mehrere Sachen auf einmal kochen kann, weil jetzt koche ich schon die ganze Zeit im Hintergrund. Oh. Schon wieder vor. Effizienz, Jenny. Total geil. Super. Stark. Leute, was auch total geil wäre, wenn ihr weiterkocht. Ja. Tschüss. Tschüss.